Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und heute habe ich für euch mal wieder ein Master Duel Video. Ich weiß, das ist gar nicht so ultra beliebt auf dem Channel, aber ich persönlich muss einfach sagen, ich habe mega Bock, weil endlich kam mal wieder ein neues Update, was Karten angeht. Master Duel hat sehr, sehr viele Probleme. Vielleicht werde ich da sogar nochmal ein Video drüber machen, gerade was halt Aktualität angeht und generell Sachen, die man machen kann. Da wird bestimmt noch einiges kommen, aber ich finde, Konami muss da ein bisschen mehr Gas geben. Es ist einfach so einer der größten Simulatoren, den es gibt, so, den die halt gemacht haben. Und es gibt halt so viele gute andere, wo du halt immer schon alle Karten hast. Und es kann nicht sein, dass wir halt Karten so lange Zeit nach den Releases hier bekommen. Deswegen hoffe ich, dass da mehr passiert. Aber da werde ich vielleicht noch ein eigenes Video drüber machen, wie gesagt. Heute werden wir uns mal angucken, weil ist ein neues Pack draußen und Flanderese ist da drin und Flanderese würde ich mir sehr gerne bauen. Und wir werden einfach ein paar Packs zusammen aufmachen, dann werde ich das Deck ganz schnell zusammenwerfen. Und wenn ihr Bock habt, machen wir dann vielleicht sogar ein paar Duelle. Und ja Leute, ich werde jetzt gar nicht lang labern, dass das Video nicht so super lang wird. Lasst mal gerne Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen. Und ja, ohne weiteres Gelaber, lasst uns mal direkt ein paar Packs öffnen. Los geht's! Jo Leute, wir sind hier bei Master Duel und ja, wie gerade schon gesagt, ich habe halt Bock mit euch ein paar Packs aufzumachen und ich würde sagen, wir fangen auch damit direkt an. Wandernde Reise heißt das neue Pack. Die Brave Token Karten sind hier auf jeden Fall drin, wie man hier sieht, als eine der Ultra Rares. Die Flanderese Karten und eine Evil Twin Karte auch. Ich weiß nicht, ob das ganze Deckthema da noch hier drin ist. Und was ist das hier für einer? Ah, okay. Magieschlüssel, okay. Und ja, und Sushi-Chips. Ja, interessant, interessant. Ich will mal kurz auf die Kartenliste gucken. Okay. Nebeltal Goldadler ist hier anscheinend auch drin. Macht auch Sinn. Und hier die Karte kommt halt einfach raus und ist direkt limitiert. Ritus von Aramesia. Die sind wichtig. Oh, Miniaturwelt ist hier auch drin. Sehr, sehr geil. Sehr gute Karte. Wirklich, wirklich strong. Meine größte Frage ist, und sieht gerade leider schlecht aus, ob die neue Wanderbrise-Karte hier auch schon drin ist. Nein, es sieht nicht so aus, okay. Also die Fieldspell ist hier, aber ich sehe jetzt gerade nicht die Karte, die halt auch sehr wichtig ist, die Schnellzauberkarte. Die werden wir dann wahrscheinlich leider auch erst später bekommen, was ich halt komplett dumm finde irgendwie, weil wenn die schon so lange warten, können die dann einfach den ganzen Archetype rausbringen. Aber wir machen es jetzt einfach mal so und holen uns trotzdem die Packs, weil das Deck ist trotzdem sehr gut. Und dann werde ich es halt einfach mit Miniaturwelt spielen. Das funktioniert tatsächlich auch bis zu einem gewissen Maße. Und ja, Leute, dann machen wir mal direkt die ersten 10 Packs auf. Wir werden 40 Packs ungefähr aufmachen. Und ja, mal gucken, was wir hier schon drin haben. Okay, wir haben schon eine Ultra Rare. Das Monster weiß ich gar nicht, ob ich es unbedingt spielen werde. Ist jetzt nicht das Beste. Wahrscheinlich werde ich das einfach weghauen für die Ultra Rare Tokens. Eine Rotkehle auf jeden Fall schon mal. Und ja, bei den ganzen Rares und so, das müssen wir uns, glaube ich, gar nicht angucken. Das werden wir eh alles 100 Mal haben. So, nächstes Pack. Oder die nächsten 10 Packs, besser gesagt. Da haben wir, oh, auch was Seltenes anscheinend. Und zwar Ritus von Aramesia. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist halt, aber also ist schon eine gute Engine einfach, ne? Kann man nichts gegen sagen. Deswegen, why not? Ich weiß aber noch nicht, ob ich sie behalte. Okay, die anderen Evil Twins waren anscheinend schon in anderen Packs. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, das war jetzt nicht so gut für uns. Ich brauche auf jeden Fall Rubina dreimal. Und okay, hier ist aber auch wieder was Seltenes. Mal gucken. Na, wieder zwei Ultra Rares, die ich nicht unbedingt brauche. Also, wie gesagt, der Greif ist schon gut so. Oh, und Adlin ist auch eine Super Rare. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall auch ein paar Super Rare Tokens, damit wir das ganze Deck zusammenkriegen. Die brauchen wir nur auf 1. Das ist super, dass wir die gezogen haben. Ja, und dann kommen wir schon zu unseren letzten 10 Packs. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht so ultra spektakulär. Ja, oh, schade. Weiterhin keine von unseren Super Rares, die wir unbedingt wollen, wobei wir haben sehr viele Super Rares gezogen, die wir einfach weghauen können. Ja, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, mache ich das und guck mal, was ich fürs Deck schon alles habe und baue mir das Deck einfach schon mal zusammen.
Jo Leute, ich habe ein bisschen rumgebaut und ja, das Deck ist tatsächlich nicht teuer von den Rarities. Ich musste nur eine Ultra Rare craften, was halt echt geil ist. Und ja Leute, wir gehen einfach mal ganz schnell über die Liste und ich würde sagen, dann machen wir auch einfach noch direkt ein Ranked Match, würde ich sagen, oder ein Duell besser gesagt. Ich habe ja einmal die Didi Crow, die ist super, ist eine coole Handtrap und deswegen spiele ich sie auf 1, weil wir sie mit Rubina halt theoretisch suchen können. Super gute Karte. Dann spielen wir dreimal Rubina, total Standard, ist halt der wichtigste Starter. Diese Karte ist eine One-Card-Combo für ein Floodgate und einen Interruption-Zug des Gegners, also mega gut. Adlin sucht uns die großen Boys, dann spielen wir Wanderbrise und Strau auf 2, kann was vom Grave banishen und ist halt ein Name mehr, weil das Deck kann halt schon häufiger bricken, gerade ohne die neue Karte, die wir ja noch nicht haben. Wanderbrise und Toucan vom Artwork, mein Favorite, reicht aber völlig auf 1. Dann spielen wir dreimal Maxi. Kann manchmal in Konflikt geraten mit D-Shifter, aber Maxi ist einfach so eine gute Handtrap, die uns halt auch anbricken kann. So. Und gegen uns ist Maxi halt komplett tot, was halt so witzig ist, weil wir halt nie specialen. Deswegen mit Maxi auch generell eine schlechtere Handtrap in dem nächsten Master Duel Format, denke ich, weil Flannery's ist schon ein gutes Deck, was einige spielen werden, glaube ich. Wobei, ohne die neue Karte vielleicht auch noch nicht. Einmal Barrierenstatue der Sturmwinde, mega starke Karte einfach, können wir uns suchen, mit einer okayen Hand ist das manchmal schon Game gegen viele Decks. 3D-Shifter, habe ich schon oft drüber geredet, krasse Karte. Und dann kommen wir zu unseren Big Boys, einmal den Nebelteil Goldadler, ist einfach eine Omni-Negation. Reiser der Megamonarch, kann Sachen bouncen, also eine sehr gute Interruption im Zug des Gegners. Und Wanderbrise und Kaizen ist unser Floodgate. Viele spielen ihn auf 2. Aber für mich persönlich reicht er auf 1 völlig aus. Man kann ihn eigentlich immer zurück recyceln. Und ja, ich bin kein Fan davon, ihn häufiger zu spielen. So. Und ja, finde ihn auf 1 super. Dann spielen wir einen Gold-Sarkophag. Ist einfach coole Karte. Kann uns quasi was suchen und was chainblocken. Vielleicht, wenn es in dem Duell gleich mal vorkommt, dann erkläre ich euch auch warum, sonst habe ich auch ein Combo-Video dazu. Habe ich bestimmt auch hier unten verlinkt. Dann dreimal Topf der Gegensätzlichkeit und dreimal Topf des Wohlstands. So geil. Mit diesen beiden Töpfen erhöhen wir die Consistency dieses Decks extrem. Und gerade dieser Topf hier hat für dieses Deck hier 0% Nachteile, deswegen komplett geil. Dreimal die Field Spell, sehr gut. Man könnte halt auch überlegen, ob man noch eine Landform spielt. So. Aber ja, da bin ich noch ein bisschen am Schwanken. Vielleicht kommt noch eine Landform rein für ein Call-By oder Cosmo-Zyklon. So, muss ich mal gucken, wie zufrieden ich mit der Ratio so bin. Oder mit den Ratios. Wanderbrise und die unbekannten Winde. Ist auch eine sehr gute Karte. Kann ein Out gegen vieles sein. Super stark. Kann auch Hände endbricken. Sehr cool. Buch des Mondes habe ich früher selten gespielt oder gar nicht in diesem Deck, aber mittlerweile bin ich auch der Auffassung, dass es ein guter Mix aus einer Going Second Karte ist. Also man kann sowas wie Koloss, was echt heftig gegen unser Deck hier ist, auch mal umdrehen oder halt eine Imperm oder einen Effektwähler dodgen. Deswegen schon eine coole Karte. Dreimal Cosmo-Zyklon, vor allem gegen das Mirror-Match, also gegen die Fieldspell dann und damit man auch die banishen kann. Aber am allerwichtigsten ist diese Karte halt gegen Zombie-Welt. Gerade Decks wie Eldritch werden halt Zombie-Welt vielleicht wahrscheinlich ins Main-Deck reinpacken gegen Flannery's. Und ja, um das zu umgehen, damit wir da nicht instant verlieren, Cosmo-Zyklon auf 3. 2 Called-By, einfach gegen Handtraps und einmal Wanderbrise und die träumende Stadt. Ja, das ist das Main-Deck. Extra-Deck ist komplett egal. Ich habe kein Zeus und keine Rang 1er. Deswegen, ja, das könnte das Deck noch einen Tick besser machen, aber fürs Erste reicht es auf jeden Fall so. Und ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal schnell ins erste Duell. Vielleicht habe ich auch einen Deckbuilding-Fehler gemacht, weil ich habe es auch echt einfach super schnell gebaut. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das ganz gut funktionieren könnte so. Und mal gucken, ob wir direkt gegen Flanderspieler spielen. Ich bin nur noch Gold 5, so, weil ich die letzten Monate halt nicht gespielt habe. Ich war auf Diamant 2 und mir haben noch 2 Siege gefehlt zu Diamant 1 mit Mermail tatsächlich. Ja, aber dann wurde ich wieder durchgereicht bis Diamant 3 oder so und dann kam ich nicht mehr so viel zum Spielen. Jetzt bin ich halt nur noch Goldtier 5, ist aber auch völlig okay. Und wir machen hier einfach mal direkt das erste Duell und ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich jetzt mit einem anderen Deck, weil wir wollen ja Flannery's spielen. So, das Deck ist ausgewählt und ich bin direkt mal gespannt gegen wen
und was wir halt spielen werden in unserem ersten Duell. Ich finde das eigentlich sehr cool hier mit dem Rank. Trotzdem, ich würde mich freuen, wenn auch mal langsam so Sachen wie Turniere und so kommen. Oder vielleicht sogar mal ein Master Duel YCS oder so. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Dice Roll gewonnen. Das ist sehr cool. Unser Buddy ist natürlich Moki Moki, weil Moki Moki einfach der geilste ist. Wenn es diese Karte als Ultimate oder Secret Rare geben würde, ich würde sie mir holen, auf jeden Fall. Und ja, unsere Starthand sieht gut aus. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir aktivieren trotzdem mal den Top vorweg. Einfach mal, um zu sehen, ob wir vielleicht irgendwie noch einen Called By oder die Field Spell oder so bekommen. Oh, okay, die Trap und die Field Spell, okay. Ich glaube, die Field Spell ist gerade wichtiger, falls der Gegner eine Hand Trap hat oder so, die halt gut kommt, weil mit der Field Spell können wir halt jetzt schon echt ziemlich viel machen. Wir aktivieren sie einfach mal direkt und benutzen den Effekt. Mal gucken, was der Gegner machen kann. Hierauf auf jeden Fall erstmal nichts. Dann aktivieren wir den Effekt und zeigen Robina vor, dass er direkt weiß, womit das zu tun hat. Genau, und wir banishen von unserem Deck auf jeden Fall den Adlen, weil dann können wir uns mit Robina nämlich die Statue suchen. Und Adlen kann Robina jetzt chainblocken und wir haben eine weitere Normal Summon. Das ist einfach, ja, also Field Spell Robina ist auf jeden Fall schon wirklich heftig. Ja, dann Chainlink 1, das ist immer ganz wichtig in dem Deck. Hier kann man ja alles chainblocken, also Ash können wir aus dem Spiel nehmen. Natürlich sowas wie Impermanence oder so ist immer noch doof, aber dadurch, dass wir eine weitere Normal Summon haben, ist es ziemlich egal. Und deswegen kriegen wir jetzt unseren Adlen auf jeden Fall. Also den kriegen wir wirklich so oder so. Da gibt es, glaube ich, wirklich fast nichts, was das verhindern könnte. Und er kann Rubina nicht ashen, beziehungsweise auch nicht wailern oder so. Dann holen wir uns noch die Statue. Und ja, jetzt sind wir eigentlich wirklich good to go. Wir haben halt noch eine weitere Normal Summon, die wir benutzen würden, falls wir eine Handtrap abbekommen. Aber wir spielen erstmal weiter, aktivieren Adlens Effekt und suchen uns, wenn er keine Handtrap hat. Das sieht nicht so aus, weil es wird bei ihm nie angezeigt, dass er was machen kann. Dann suchen wir uns auf jeden Fall unseren Pinguin. Den beschwören wir dann jetzt auch direkt. So. Bieten zweimal uns jetzt Tribut an. Und ja, kriegen unseren dicken Pinguin aufs Feld. Der halt auch wirklich einfach strong ist. Also, ja, dem ist gar nicht so leicht, den wegzubekommen. Und auch hier machen wir jetzt wieder ihn auf Chainlink 1, auch wenn der Gegner keine Ash hat. Aber für alle Fälle solltet ihr das einfach immer machen. Weil Chainblocken ist wirklich so ein gutes Ding, um einfach so unnötige Fehler zu vermeiden, wie halt eine Handtrap abbekommen, die einem eigentlich gar nichts machen würde. So. Ja, ja, sieht das wirklich sehr, sehr gut für uns aus, muss ich sagen. Das Deck ist halt auch einfach verdammt strong. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall die Trap. Das heißt, wir haben ziemlich safe in seinem Zug auch eine Normal Summon. Jetzt normeln wir noch unsere Statue. Wir könnten auch noch ein weiteres Monster normeln, aber es würde uns nichts bringen. Deswegen lassen wir das einfach. Setzen noch die Trap und ja, geben an den Gegner ab. Und das Krasse ist einfach, dass wir, also er kann nichts specialen außer Wind. Mirror Match wäre jetzt halt witzig, aber ja, dann wird das ein langes Video, wenn es ein Mirror Match ist, weil Flanderys Mirror Matches dauern immer verdammt lange. Wenn es kein Mirror Match ist, dann sieht es sehr gut für uns aus, weil wir haben Maxi gegen jedes andere Deck außer Flanderys oder True Draco oder so. Er kann nicht specialen, Monster in Angriffsposition können ihre Effekte nicht aktivieren und wir können uns hiermit einfach in seiner Main Phase gleich eine Omni-Negation oder einen Bounce holen. Je nachdem, was, ja, was er so macht, daran werden wir das anpassen. Sieht auf jeden Fall gut für uns aus, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was er spielen wird. Er geht einfach auf jeden Fall auch direkt in die Main Phase. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, er kann jetzt eins unserer Monster zerstören. Witzig auf jeden Fall, muss ich echt sagen. Ist aber erstmal ziemlich egal. Die Karte ist halt wirklich nicht gut. Also stattdessen sollte man immer solche Regigi oder Darkhold spielen. Weil das war eine coole Karte ganz früher mal. Ich weiß noch, als ich mit Yu-Gi-Oh! Angefangen habe, war Aufschlagen eine der Karten, die ich auch super gern gespielt habe. So.
Aber dann mal gucken, was der Gegner spielt, weil das ist dann wahrscheinlich kein krasses Deck, aber ich kann ganz ehrlich sein, also auch ein krasses Deck hätte nichts machen können. Okay, er beschwört ein Monster aus seinem Deck. Darauf kennt mir natürlich Maxi an. Und es ist anscheinend Wind. Okay. Mal gucken, was er spielt. Ich mache mir Chain On, damit ich auch wirklich an alles chainen kann. Okay, jetzt gibt er unserem Monster 700 ATK. Okay, Leute, das ist ein sehr, sehr weirdes Duell. Vielleicht macht er jetzt auch eine krasse FTK oder OTK-Kombo, die ich noch nicht sehe, aber ich glaube nicht. Und ja, also ich hätte natürlich lieber gegen ein Meta-Deck oder so gespielt, um zu zeigen, wie gut Flanderese ist, aber ich glaube, das checkt man noch so. Ja, er hat jetzt ein Monster beschworen. Also, ich kann sein, dass diese Person auch wirklich gerade erst angefangen hat, was dann auch überhaupt nicht schlimm ist, so. Jetzt benutzen wir natürlich erstmal den Effekt unserer Field Spell, weil er was genormelt hat, dürfen wir auch was normeln. Und damit sieht es dann schon wirklich nicht so gut für ihn aus, würde ich mal sagen. Ja, aber auf jeden Fall sieht fast noch aus wie so ein Starter-Deck fast. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir damit große Probleme haben werden. Tut mir auch fast ein bisschen leid, weil es so ein bisschen langweilig irgendwie ist, weil nicht so super viel passiert und ja. Aber wir spielen sie trotzdem noch zu Ende. Das bin ich euch schuldig. Vielleicht schneide ich das auch noch, das Video im Endeffekt. Ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lasse ich es einfach genauso, wie es jetzt ist, einfach weiterlaufen. Und ja, wir können jetzt auf jeden Fall noch die Handtrap suchen, weil wir haben schon alles andere, was Rubina suchen kann und was bringen würde. So. Dann beschwören wir noch einen Adlin. Und ja, jetzt können wir mal gucken, was wir machen. Wahrscheinlich wirklich Reiser, weil er hat seine Normal Summon verbraucht. Und dieses Deck wird wahrscheinlich nicht wirklich viel können, so. Und deswegen werde ich jetzt, glaube ich, einfach Reiser rufen, seine beiden Karten auf seine Hand zurückgeben und dann wird er wahrscheinlich aufgeben oder er hat noch mega die krassen Plays am Start. Vielleicht auch das. Aber ja, generell sieht man einfach, glaube ich, ich habe ja auf meinem Channel auch schon ein Real-Life-Deck-Profile dazu gemacht, so Flanderese ist einfach komplett insane. Also vor allem, dass man D-Shifter im Main-Deck spielen kann, ist halt so geil, weil das, ich glaube, das wird auch noch echt wichtig jetzt kommendes Format, weil da so viele wichtige Friedhofseffekte und so sind. Okay, jetzt können wir eine vom Friedhof wieder aufs Deck legen. Oh, nee, die ist dumm. Wobei, doch, im Friedhof. Ja. Und dann geben wir jetzt natürlich noch seinen Dragon wieder auf die Hand zurück. Und ja, mal gucken, was er jetzt noch macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wirklich noch viel tut. So. Ja, auch das können wir wieder chainblocken, wobei es hier relativ egal ist, sage ich mal. Er scheint aber irgendwas ankennen zu können. Vielleicht hat er noch irgendwie eine Quick-Play-Spell, die einem Monster ATK gibt. Also den Move habe ich wirklich nicht verstanden, warum er das auf die Barrierenstatue der Winde gemacht hat. Aber ja, ist ja auch nicht schlimm. So. Wir warten jetzt auch mal ab, was er macht. Aber ich kann mir, wie gesagt, nicht. Ja, okay. Wie erwartet, er gibt auf. Aber das ist trotzdem völlig okay. Ich könnte euch ein Duell zeigen mit dem Flanderese Deck, was ich halt sehr geil finde. Und wenn ihr Bock drauf habt, werde ich noch mehr Duelle machen. Dann aber wahrscheinlich wirklich mehr geschnitten, dass das nicht so ewig lange Dinger werden. Sehr, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall Bock mit Flanderese einen neuen Angriff auf Diamond Number One in Angriff zu nehmen einfach. Und ja, sehr, sehr geil. Yo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr Master Duel Content sehen wollt, würde ich mich sehr freuen. Mir persönlich macht es halt schon sehr viel Spaß, da Sachen von zu zeigen. Und vielleicht werde ich sogar einen Tag einführen, wo es immer Master Duel Videos gibt. Irgendwie, keine Ahnung, den Master Duel Dienstag oder sowas. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Und ja, Leute, ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder. Euer Francis Gaming.